Mahlzeitgemeinde, wir sind zurück auf dem Kanal mit dem schnittigsten Schneidebrett von ganz YouTube. Es war in letzter Zeit etwas ruhiger auf dem Kanal. Liegt daran, dass ich noch ein paar andere Kanäle habe. Dazu später irgendwann mal mehr. Was habe ich euch mitgebracht? Es wird süß heute. Und zwar macht Milka jetzt auch Kuchen. Ja, war mir neu. Minis Schokocake probieren wir heute mit Alpenmilch. Schauen wir uns gleich an. Und natürlich wieder was aus dem Hause Reber. Keine Mozartkugeln, keine Konstanze Mozart Sommer Limonen Himbeergeschmackkugeln, sondern König Ludwig Kugeln. Ja, Ludwig II., wir erinnern uns, etwas spinnerter König von Bayern, Schloss Neuschwanstein, etc., etc. Königliche Grüße aus Bayern, steht hier auch drauf. Werden wir uns gleich reinföhnen. Ich habe Hunger. Wie sieht's bei euch aus? Natürlich ist auch unser schnittiges Schneidemesser wieder am Start, frisch poliert, ohne Essensreste vom letzten Video. Und ich fange an mit Milka. Minis Schokocake. Wo geht denn das Ganze auf? So. Einzeln nochmal verpackt. So, eins reicht uns erstmal. Ja, extra lecker verpackt. Sieht aus wie ein halbes Yes-Torti. Ihr erinnert euch. Menschen, die vor 1980 geboren sind, erinnern sich. Ja, so sieht das Ganze von innen aus. Und wie schmeckt das? Fluffig, locker, schokoladig. Ganz ehrlich, wie ein Yes-Torti. Keine Ahnung, ob die Milka-Macher da jetzt eine Patentrechtsverletzung begehen oder ob die eh zum gleichen Konzern gehören mittlerweile. Zart schmelzende Schokolade. Ja. Ist lecker. Kann man zwischendurch mal zu einer Tasse Espresso machen. Mich haut es jetzt persönlich nicht vom Hocker. Zweites Produkt für heute. König Ludwig Kugeln von der Firma Reber. Da sind ja immer, ich glaube, 8 Stück sind hier drin in dieser Packung. Genügt uns auch erstmal eine zu Testzwecken mit dem Konterfei des jungen bayerischen Königs. Ja, die sind nicht wirklich Kugeln, wisst ihr ja, bei Reber haben die immer so einen, ja, einen Stand. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist, Leute, und wie das schmeckt. Wir haben wie immer einen Nougatkern, Marzipan mit irgendeinem Geschmack und außen eine Schokohülle. Wie schmeckt's? Ein bisschen anders als die klassische Mozartkugel. Da schmeckt das Marzipan ja nach Pistazie. Mal nachschauen, was da drin ist. Marzipanfüllung mit Orange haben wir diesmal. Konsistenz wie bei der klassischen Mozartkugel. Mir haben allerdings, die schmeckt mir eigentlich besser mit Pistaziengeschmack. Und auch die Sommereditionen, die wir hier schon auf dem Kanal hatten, mit Himbeere und Zitrone, finde ich leckerer. Orange, ganz ehrlich, schmeckt ein bisschen wie Haltbarkeitsdatum abgelaufen. Sorry. Ja. Also, König Ludwig, Kugel, nicht mein Ding geschmacklich. Könnt ihr gerne selber mal ausprobieren.
Und die Minis von, wie heißen die Dinger? Minis Schokocake von der Firma Milka. Ja. Wie gesagt, mal kann man zum Kaffee reichen, zum Espresso, aber so als Schokoriegelersatz oder so oder als Schokoladenersatz taugt mir das Produkt nicht. Ich bin satt, ich bin halb zufrieden heute. Ich hoffe, ihr seid sehr zufrieden und habt Hunger bekommen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Plauze ist auf Wiederhören.